Tag, ihr Nasenbären. Da ich gleich noch einen wichtigen Termin habe, nur das Wichtigste in Kürze. Dich teile ich heute als Fahrer auf dem TLF Florian 2 ein. Sorge bitte dafür, dass das Fahrzeug jederzeit betankt und voll einsatzbereit ist. Vom äußeren Erscheinungsbild sieht das Fahrzeug ja soweit ganz gut in Schuss aus. Ich hoffe, dass dies auch für seine Funktionalität gilt. So, das war's auch schon. Alle Mann, ab an die Arbeit. Und passt auf euch auf. Keine Absicht. Ja, auch für mich keine Absicht. Lauft doch, Jungs. So, Leute, ich muss euch jetzt erstmal was erklären. Wir sind jetzt in Teil 15 und wir sind immer... Passt auf! Mecker mich nicht an! So, wir sind in Teil 15. Und wie ihr seht, habe ich immer noch Florian 2. Warum? Ganz einfach. Mir ist in Teil 14 zum Schluss das Spiel abgeschmiert, mein Computer eingefroren, weil ich einfach zu viel anhatte. Das war meine Schuld. Ja, und nun müssen wir leider Gottes nochmal einen Tag mit Florian 2 verbringen. Natürlich mit einem unaufgetankten. Naja. Ich nehm's mit Humor. Das ist wieder so eine Schicht, die nie zu enden scheint. Ah, siehst du, jetzt habe ich die gute Frau wieder an Bord. Ja, damit es auch nicht langweilig wird. Frei auf Funk. Ja, auf jeden Fall ist mir das dann so passiert, ist das Spiel abgeschmiert und somit konnte ich die Schicht nicht zu Ende fahren. Dumm gelaufen, würde ich sagen, ne? So, und jetzt wollen wir mal erstmal gucken, wie das jetzt hier mit der GeForce-Grafikkarte klappt. Ich habe nämlich auch die Grafikkarte umgebaut. Ha! Ich habe hier nämlich eine GeForce reingebaut. Eine ganz extreme gute sogar. Ich hoffe es zumindest. Aber doch, eigentlich hatte ich mir immer gute Dienste geleistet. Weil die sind in der Regel etwas schneller wie die AMD-Karten. So, und dann schauen wir mal. Das jetzt hier erstmal getankt kriegen. Hier wie Emil. So. Ja, so, nun ist er drin. Ich meine der Tankrüssel. So. Ja, gut, dann machen wir noch mal einen Tag mit Florian 2. Sonst kommen wir nämlich nicht in die nächste Mission, weil die nächste Mission wird eine sogenannte Story-Mission. Und damit ihr die von Anfang seht, ist natürlich besser, ich mache die Schicht zu Ende. Ja, und dann gucken wir mal, was wir so an Einsätzen haben. Und übrigens, heute haben wir Donnerstag. Morgen ist das Spiel, das WM-Spiel Frankreich gegen Deutschland. Da könnt ihr euch also denken, was für ein Tag. Ich habe am Sonntag nämlich dann auch irgendwann abgebrochen, weil ich war am Sonntag einfach zu müde. Und wenn ich dann zu müde bin, dann langweile ich euch nur. Dann habe ich mir gedacht, nö, das muss ja nicht sein. Ich will euch ja nicht langweilen. Ich will ja ein bisschen... Oh, siehst du? Von der Landstraße beim Grunsdorfer Wald kam eine Alarmierung rein. Hier kam es zu einem Verkehrsunfall. Es ist ein Feuer ausgebrochen und Öl ausgelaufen. Oh, oh. Begib dich bitte umgehend dorthin, lösche den Brand und nimm das Öl mit dem Bindemittel auf. Kommt heil zurück. Oder bringt wenigstens die Fahrzeuge heil zurück. Florian 2 an Leitstand. Na gut, dann haben wir auch gleich den ersten Einsatz. Ich hoffe, da ist nichts Schlimmeres passiert. Die haben nichts von eingeklemmter Person gesagt. Also, bleib locker. Bei mir bimmelt es im Hintergrund, das kann ja nur wieder das Feuerwehrprogramm sein. Uah. Aber nicht das Feuerwehrprogramm von Fizz Games, sondern von Real Life. Ich habe das vergessen wieder auszumachen. Oh, das Telefon habe ich auch vergessen auszumachen. Ich krieg die Krise. Ah, ja. Meine Güte, was hier wieder los ist. Ja, ich weiß. Ja, Jürgen, was hältst du mal von frühzeitigen Bremsen? Ich fahre jetzt gerade mal das erste Mal in eine Innenansicht. Oh, ja, ich kann echt noch eine Stunde schlafen. Ach, schon wieder? Du willst doch nicht immer jeden Tag mit mir schlafen, oder? Oder bei mir schlafen. Du sollst arbeiten, dafür wirst du bezahlt. Meine Güte nochmal. Was habt ihr eigentlich für eine Einstellung zur Arbeit? So, unser Eins, da musst du 12 Stunden am Tag oder noch länger. So, Ladebildschirm. So, ihr macht Platz. Ladebildschirm muss an. So. Ich habe mir mal zwar versucht, mal einfach mal die Schnauze zu halten, während des Ladebildschirms. Oh Mann,
Ich hoffe, da ist nichts Schlimmeres passiert. Nein, doch nicht so wirklich, oder? Dann schauen wir mal, wo das ist. Ach, wir müssen wahrscheinlich zum Zeltplatz hoch. Ja. Meine Güte, was hier wieder los ist. Oh, ey, du wiederholst dich. Du bist langweilig. Sag mal was anderes. Du langweilst gerade meine Zuschauer. Zum Verkehrsunfall auf dem Campingplatz, okay? Muss ich das jetzt verstehen? Florian 2 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Okay, jetzt muss ich aber erstmal hier raus aus der Sicht. Das ist wieder so eine Schicht, die nie zu enden scheint. Weil ich muss jetzt erstmal gucken, wo hier der Unfall ist. Weil das habe ich auch noch nicht erlebt. Das ist ein Unfall auf dem Zeltplatz. Oh. Okay. Ich wusste gar nicht, dass da so schwere Unfälle auf dem Zeltplatz passieren können, aber naja, lassen wir das. Ich gehe mal davon aus, dass auf dem Zeltplatz eigentlich Schritttempo herrscht, oder? Also in Ostfriesland ist das so. Na, löschen wir das erstmal hier, bevor die Wohnwagen anfangen mit den ganzen Gasbuddels. Das wäre scheiße. Siehste, hier brennt nämlich ein bisschen mehr so. Das wäre nämlich gar nicht gut. Abstand. Ja. Jetzt kriege ich gleich einen heißen Arsch. Oh Mann. Na endlich. Das war ein bisschen Beeilung jetzt hier. So. Wenn wir den Kies mal ein bisschen zusammenfegen hier. Florian 2 an Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Melde den Einsatz hiermit ab. Ja. Also so viel zum Thema Feuer auf dem Campingplatz. Wer es braucht, ne Geo? Bäh. Jetzt fahren wir mal hier rückwärts mal raus. Aber so schon mal nicht schlecht, Specht, ne?
wir haben ja schon getankt, haben schon ein Feuer ausgemacht. Boah, sind wir gut. So, auf dem Campingplatz und Feuer. Naja. Finde ich ja cool, diesen Zufallsgenerator. Ich habe gerade übrigens Skype ausgemacht und erstmal als Status geschrieben, ich bin im Fist Games Studio. Ja, Aufnahmen machen, ne? Jo. Da bin ich mal gespannt, wann das neue Spiel dann rauskommt. Das werde ich natürlich für euch let's playen. Wird aber was völlig anderes, aber wie gesagt, das ist noch ein Geheimnis. Fahr, sonst schieb ich dich von der Straße, du. Wow. Jürgen, das geht so nicht mit der Kamera, was du da machst. Ich überlege mir noch. Gut, fahren wir in die Innenansicht. Obwohl die mich dann immer voll quatscht, dass sie mit mir schlafen will, ich weiß. Muss ich mit leben, dann muss ich mit leben. Und das ist so eben. Meine Güte, was hier wieder los ist. Oh, fürchterlich, ne? Grausam. Du bist ja auch mit mir unterwegs, da kann doch noch viel los sein. Wir fahren nicht mit Alarm. Und dann klar, fährst du mal rot über die Ampel, bleibst an der Ampel hängen. Puh, ich habe heute meine Brille noch nicht geputzt. Nach dem Duschen habe ich das Gefühl. Macht nix. Das Feuerwehrauto ist eh Staatskosten. So, warte. 2 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. Hi. Alles senkrecht? Ich weiß. Hat jemand meine Packung Viagra gefunden? Hi. Alles senkrecht? So, mal eben was trinken. Wie geht's? So, ihr Lieben, ein nächster Einsatzanfang lohnt sich nicht und deswegen sag ich dann bis morgen in Teil 16. Alles klar, ihr Lieben. Tschüss.